Willkommen zurück in die Trading-Vorschau für den zweiten Handelstag der Woche. Heute mit dem Blick in Euro-Britisches Pfund, Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar und Euro-Japanischer Yen. Diese drei Paare stehen auf der Agenda im Blog bereits veröffentlicht. Gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Da freue ich mich auch immer wieder drüber hier bei unseren Zuschauern auf Facebook und auch auf Zoom ist das ja ohne Probleme möglich, das Ganze in die Chats auch einzutragen. Kurze Frage hier an die Guys im Zoom. Passt alles? Ton und Bild? Würde ich mich freuen, wenn da etwas zurückkommt. Und hier auch die ersten guten Morgengrüße flattern ein. Danke dafür. Wer hier zuschaut live, bitte auch nicht vergessen, immer mal ein Like geben, damit auch andere darauf aufmerksam werden, was wir hier so tun, weil es lohnt sich wirklich immer wieder. Ich erinnere nur kurz an das Setup im WTI, nein, im Brent, was wir besprochen hatten, das Short-Setup oben, als der Markt rumgedreht ist. Vielleicht kann ich das mal kurz noch zeigen hier an dieser Stelle, mal kurz auf das Brent gehen hier. Wir hatten ja drüber gesprochen, als wir oben umgedreht sind an dieser Stelle hier im Tageschart oben, da bildet sich so ein bisschen ein Deckel aus an dieser Stelle und da hatten wir ja hier in der Morgenrunde drüber gesprochen, wie so ein Umkehrmuster ausschauen kann. Es könnte unter Umständen ein bisschen tiefer gehen, muss es nicht, aber kann es. Aber die kurzfristigen Trader, die konnten sich hier schon so ein kleines bisschen austoben. Also es macht wieder Sinn, in die Märkte reinzuschauen, wie jeden Morgen. Und das machen wir hier allerdings natürlich immer nach einem gewissen Standard. Das heißt, es gibt ja erstmal die Nachrichten, die wir an dieser Stelle checken und danach gehen wir auf die Charts mit ein. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie jeden Morgen in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und damit schalten wir rüber in die Tagesnachrichten. Entschuldigt. Keine Angst, Corona ist nicht bei mir angekommen. Also, es ist nur ein Verschlucker gewesen. China hat gute Exportzahlen gebracht. Also, in Anführungsstrichen, aber China wächst. Wir sehen hier die Exporte mit einem Plus von 0,5%. Das ist die aktuelle Meldung hier im Juli, so rum. Nein, das ist für Juno, was wir im Juli bekommen, logischerweise. Das BIP bei den Briten ist auch angestiegen hier von minus 20,4 auf ein Plus von 1,8. Deswegen hier auch eine schöne grüne Zahl und gute Meldung auch vom produzierenden Gewerbe, Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Großbritannien, so rum. Jetzt haben wir es 8,4, der aktuelle Wert nach minus 24,4 im Vormonat. Das sind gute Werte. Wir bekommen heute noch die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland. Das Ganze um 11 Uhr, kurz danach das Ganze auch noch für die Eurozone. Thema Öl haben wir ja gerade auch besprochen. Heute gibt es zwei Sachen im Öl. Zum einen, es gibt den OPEC-Monatsbericht. Zum anderen gibt es wie jeden Dienstag auch die API-Rohöl-Lagerbestände. Dann gibt es um 14.30 Uhr noch aus den USA den Verbraucherpreisindex und dann sprechen am Abend noch zwei FOMC-Mitglieder. Das Ganze die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Und an dieser Stelle bitte auch immer bei den eigenen Assets schauen, was an Nachrichten ansteht. Ich kann hier natürlich nicht für alle einzelnen Währungen hier die Nachrichten checken. Das würde so ein bisschen den Zeitrahmen an dieser Stelle sprengen. Wir wollen ja hier an dieser Stelle natürlich auch ein paar andere Sachen mit uns anschauen. Das zu den Tagesnachrichten für heute. Und damit würde ich sagen, schalten wir mal rüber in die Charts. Ich mache das Ganze hier auch gleich mal noch im Video groß, das Chartbild an dieser Stelle. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal jetzt nicht auf Öl, sondern auf die drei Währungspaare. Wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne einfach rein in die Chats und auch immer mal hier Däumchen hoch, wenn alles passt, ein Like, wie auch immer. Da freue ich mich drüber, das Ganze sehr schön hier zu sehen. Also, wir blicken in die Währungen rein. Und zwar starten wir hier mit Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Hier an dieser Stelle als Währung für die Swing Side sozusagen interessant zu sehen. Schaut es euch einmal an. Wir haben hier unten zu sehen ein schönes Support-Level um die Marke von 1,0575. Wir blicken mal schnell in den Tageschart, was das heißt an dieser Stelle. Schaut es euch an. Wir sind hier im Tageschart und die Verortung da unten ist halt ein Bereich, der schon oft gekauft wurde. Ne? Wir haben es hier gesehen, nachdem wir drüber gelaufen sind, getestet, angestiegen, getestet, angestiegen, getestet. Jetzt steigen wir schon wieder an. Das heißt,
Wenn wir uns den Blick jetzt mal in den Tageschart nehmen, sehen wir natürlich ganz klar, dass der hier markierte Aufwärtstrend, der ist natürlich rausgenommen. Ne? Wir haben eine Gegenbewegung nach unten gehabt, wir haben eine Korrektur nach oben gehabt, wir sind jetzt leicht unten drunter gefallen. Das heißt, aus rein technischer Natur gesehen ist das Ganze selbstverständlich ein Abwärtstrend. Aber dadurch, dass hier unten der Verkaufsdruck fehlt, kam es nicht direkt zur Trendfortsetzung. Und da wird es jetzt tatsächlich sehr interessant, wie es entsprechend weitergeht, weil die Korrekturausdehnung dieser Bewegung, die kann sich natürlich hier in dem Bereich über die 1,076 hin fortsetzen und dann entsprechend wieder auf die Oberseite laufen. Deswegen müssen wir das mal schön zur Planung nehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei schöne Marker. Zum einen natürlich, wie geht es über dem Tageshoch weiter? Da ist der Weg nach oben offen. Das sehen wir gleich in den kleineren Zeiteinheiten. Zum anderen allerdings auch, sollten wir nach unten rumdrehen, ja, dann haben wir auch noch ein paar Marker drinnen stehen. Neben dem aktuellen Zwischentief selbstverständlich hier auch dieses größere Kauflevel um die Marke von 1,053. Das ist das, was wir auf der Unterseite durchaus im Blick haben können. Aber momentan läuft ja die Gegenbewegung. Da ist heute Nacht etwas passiert, das war sehr, sehr interessant oder das ist sehr, sehr interessant zu sehen, nämlich die Tatsache, dass wir hier dieses letzte wichtige Zwischenhoch rausgenommen haben. Wir sind hier gestern über das Tageshoch oder wir sind jetzt hier über das Tageshoch von gestern deutlich drüber gegangen. Wir sehen es und wir machen auch nicht Halt an diesem kleinen Zwischenhoch. Also die Marke von 1,062,82, das ist der Peak hier oben rein gewesen. Die ist jetzt definitiv überschritten und wir haben jetzt Luft nach oben. Nächster Anlaufpunkt hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart wäre mal das Zwischenhoch um die 1,066,2. Da oben der Peak da drinnen, das ist interessant. Und wenn man es noch ein bisschen weiter ausdehnen möchte, hier nach oben hin, wir haben auch noch einen interessanten Widerstand am oberen liegenden Verkaufslevel um die 1,67. Diese Marker haben wir auf der Oberseite da. Und das Ganze ist jetzt auch interessanterweise schon in einem kleinen Trend nach oben gelaufen. Hier schaut Bewegung, Korrektur, jetzt haben wir es nach oben laufen. Und das Ganze hat tatsächlich das Potenzial zur Oberseite. Kurzfristige Rücksetzer im Sinne dieses Aufwärtstrends, also das, wo die blaue Linie hier an dieser Stelle definitiv mit drauf läuft, das hat natürlich hier unten den Zwischenpunkt hier, die 1,059,4. Das ist der Zwischenmarker hier. Aber wenn wir uns das Ganze mal kurz in der kleineren Zeiteinheit anschauen wollen, dann sehen wir halt, wie schön die blaue Linie, die wir gerade im Chart gesehen haben, der im 4-Stunden-Chart, das ist natürlich eine trendige Sache. Und diese trendige Sache hier, schaut euch das mal an. Da haben wir die zwei Linien auch drinnen liegen. Ja? Hier oben, hier drüber, das war sozusagen die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik, wo wir hier schon die steigenden Tiefs gesehen haben. Und hier auch schön sozusagen kontrahiert, abnehmend kontrahiert unter diesem wichtigen Level. Und das Ganze hier an dieser Stelle 1,059,40. Da hatten wir das Zwischentief. Und das ist natürlich das Tief der Stunde. Und wichtig wäre es jetzt an dieser Stelle zu sehen, wie geht es hier weiter. Sollten wir tatsächlich zurücksetzen und unter dieses kleine Zwischentief hier drunter laufen, ich ziehe mal die blaue Linie kurz hier runter, das wäre dann definitiv der Punkt, dass diese erste initiale blaue Bewegung erst einmal in die Korrektur geht. Das heißt, der Trend, der hier gebildet worden ist, ist dann erst einmal gebrochen und wir können uns nach unten orientieren. Und dann haben wir natürlich untergeordnet auch noch die Anlaufpunkte da liegen hier unten um ganz grob die Marke von 1,06. Das ist aber wirklich der kleine Bereich. Das ist nur die Korrektur, wenn es soweit kommt, der blauen Linie, die wir gerade, also diese Aufwärtsbewegung hier, die hier unten angefangen hat im Support oder knapp drunter und sich schön auf die 1,063 nach oben gearbeitet hat. Das der Weg nach unten. Aber bleibt der Markt schön nach oben intakt, dann wäre das natürlich sehr, sehr schön zu beobachten. Und das ist das, was wir nach oben hin sehen können. Schaut mal, im kleinen Bereich haben wir hier noch ein paar Anlaufpunkte. Hier, da oben, die Linie, ich zeige sie an. Hier, das wäre noch ein Swing-Hoch, was wir gesehen haben. Hier aus der Abwärtsphase nach unten um die 1,064,7. Und dann natürlich hier das Zwischenhoch bei 1,062. Das sind die Marker, die wir nach oben hin weiterhin auf der Uhr haben. Wenn der Trend, den wir hier gerade sehen in 15 Minuten, weiter schön stabil zur Oberseite mit raufläuft, mit Blick in das Währungspaar Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Wir gehen weiter in den Euro rein und blicken zuerst auf das Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Hier auch erst einmal der Blick in den 4-Stunden-Chart. Wenn wir uns das genau anschauen, haben wir hier im 4-Stunden-Chart mal wieder eine Währung, die in einer Range hin und her springt, mehr oder weniger. Wir haben es gesehen, oben geht es nicht drüber, unten hat man es immer mal probiert, unten rauszulaufen, aber man ist immer wieder in diese Range zurückgekehrt. Range-Deckel oben 1,22, Deckel unten oder der Boden unten bei 1,20,25. Diese Marker sehen wir hier. Und wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart anschauen,
dann sehen wir diese Range auch definitiv im Tageschart. Nach dieser starken Abwärtsgegenbewegung hier will der Markt noch nicht so richtig rauf. Die Chance haben wir aber natürlich, wenn wir oben dieses Level bei 1,22 nachhaltig rausnehmen. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant. Und dass das nicht ausgeschlossen ist, das sehen wir hier, wenn wir beispielsweise mal in den 4-Stunden-Chart reinschauen, beziehungsweise ich will euch das mal ganz kurz zeigen hier mit Blick in den Stundenchart. Da sieht man es noch ein kleines bisschen besser, worauf ich jetzt hinaus möchte. Schaut es euch das mal an. Wir sind von unten nach oben rausgekommen und sind dann oben abgeprallt und deutlich nach unten gelaufen. Ne? Hier hat sich dann sozusagen ein Abwärtstrend gebildet, der das Ganze nach unten geschoben hat. Also der Markt ist sozusagen von oben abgeprallt. Jetzt haben wir die starke Gegenbewegung zur Oberseite und jetzt wird es nämlich sehr, sehr interessant. Was folgt nach diesem Schub nach unten? Also schaut euch das Ganze mal an hier an dieser Stelle. Das ist der Markt, der hier nach unten läuft. Das ist so mehr oder weniger aktuell so eine Art korrektive Flagge. Wartet, ich ziehe das gleich mal an die richtigen Stellen. Also das, was wir hier sehen, dieser Trendkanal, dieser Abwärtstrendkanal. Und wenn es hier tatsächlich nach oben rausgeht, das wäre so ein Indiz dafür, dass auch hier kurz unter dem Widerstand eine Kontraktion stattfindet, wo der Markt doch mal eben durchatmet und wir dann nach oben laufen können. Ne? Von oben der Abprall bewegen kann sich natürlich noch ein ganzes Stückchen nach unten bewegen. Ein gutes Anlauflevel wäre hier, wenn wir das mal sehen, natürlich wie immer grob über den Daumen, das Median hier um die 121, die wir hier drin haben. 121,15 habe ich hier mal gekreuzt, wo hier die Drehpunkte auch immer mal gewesen sind. Durchaus ohne weiteres möglich, aber wenn es direkt jetzt nach oben geht, was wäre ein sehr, sehr schönes Zeichen an dieser Stelle? Nämlich, das wäre das Zeichen, dass der Markt wirklich stark ist und hier entsprechend nach oben laufen möchte. Und das ist auch das, was wir hier jetzt sehen, mal im 4-Stunden-Chart, wenn wir uns das mal anschauen. Das ist die Flagge. Wie schon gesagt, hier die letzte 4-Stunden-Kerze hat schon die Umkehr nach oben gemacht. Und wenn es jetzt tatsächlich drüber geht, dann haben wir gute Chancen, das Level um die 122 rauszunehmen und uns dann zur Oberseite hin zu orientieren. Kurzfristige Anlaufpunkte haben wir liegen hier drüben an den Swings. Das heißt, dieses kleine Zwischenhoch um die 122,12, dann hier die 122,300 und die 122,5. Das sind die Marker, die wir hier kurzfristig liegen haben. Und da könnte es durchaus, wenn hier Kauforders liegen, zu einem schönen Schub nach oben kommen. Das ist der Charme, wenn diese Linien so eng aneinander liegen. Da löst quasi die eine Welle die andere nach oben aus. Und das könnte ordentlich Bewegung in den Markt nach oben reinbringen. Und wenn wir schauen wollen, wenn dieses kleine Band hier überschritten worden ist, dann ist der Weg nach oben hin relativ frei. Also mittelfristig wäre hier mal der Weg, wenn der Ausbruch durch die Range nach oben endlich kommt, dann wieder das Zwischenhoch oder das Jahreshoch war es, glaube ich, sogar gewesen, um die 124,430. Schauen wir mal kurz, wo haben wir das Jahreshoch? November, ja, das ist tatsächlich das Jahreshoch, was wir da oben haben. Also das heißt, da haben wir ein gutes Potenzial zur Oberseite, wenn das Ganze tatsächlich hier gewuppt wird und wir nach oben durchziehen. Wie schon gesagt, das erste Indiz hatten wir ja gerade besprochen, der Ausbruch aus der kleinen Flagge hier. Auf alle Fälle. Und damit gehen wir zur dritten Währungspaarung für heute. Wie schon gesagt, wer einen Wunsch hat, bitte nicht schüchtern sein. Das Ganze hier oben raus. Und die wir haben sogar noch eine Frage. Ich mache die Glaskugel auch gleich auf. Wir gucken uns in der Glaskugel mal den Euro an. Da kriegen wir die Frage gestellt, ob wir heute die 1,14 sehen. Ich habe natürlich überhaupt keinen Plan, ob wir heute tatsächlich die 1,14 sehen. Aber wir gucken mal in den Chart rein, was so möglich ist, welche Wahrscheinlichkeiten wir da haben. Ist schon cool. Also es ist einfach wieder wunderbar im Trading. Man hat immer wieder gute Chancen und die Chancen wollen wir ja hier morgens auch immer mit durchsprechen. Danke für die Frage. Dort, das passt sehr schön. Aber bevor wir jetzt in Euro, US-Dollar schauen, gucken wir uns mal noch das Währungspaar Euro-Britischer Pfund an dieser Stelle mit an. Und hier sehen wir auch das Gleiche, wie wir vorhin gesehen haben, auf dem Weg nach oben. Ein kurzes Verharren unter dem Tageshoch und jetzt zieht der Markt nach oben durch im Euro-Britischen Pfund. Ist eine schöne Long-Geschichte, die wir hier sehen, auch wenn wir in den 4 Stunden noch den Abwärtstrend sehen. Der korrektive Trend nach unten ist beendet und gestern kam eines meiner Lieblingshandelsmuster hier, wobei es ist schon krass, mit welcher Dynamik das hier nach oben ging. Also schaut euch das mal an, hier dass die korrektive Phase im aktuellen Aufwärtstrend vom Euro-Britischen Pfund. Wir sind schön in den Level reingelaufen, wir hatten es auch hier besprochen, die 0,8938 hier unten, das war so ein Drehpunkt unten ran. Da kam die Umkehr und zwar gestern ordentlich mit Schmackes. Wir laufen jetzt hier oben rein, wir sind schon übers Tageshoch von gestern drüber.
rüber. Und das ist das Schöne, was wir sehen hier auch im Tageschart. Schaut mal, hier oben haben wir noch so einen kleinen Zacken oben drauf. Das ist die Marke von 0,9068. Gucken wir uns gleich im Stundenchart, auch im 4-Stunden-Chart an. Das ist das Zwischenhoch der korrektiven Phase hier nach unten oder ein weiteres Zwischenhoch, was hier gekommen ist. Und wir sehen, wie dynamisch der Markt nach oben läuft. Und wenn wir hier tatsächlich weiter in die Richtung nach oben gehen, die Umkehr ist ja mittlerweile nur bestätigt, dann haben wir eine gute Chance, weiter Richtung Trendhoch zu laufen. Das Trendhoch haben wir hier oben liegen bei 0,9176. Jetzt haben wir es. Der Weg nach oben hin ist sozusagen, der ist da, der ist frei. Und jetzt will ich bloß mal kurz hier eine kleine Komponente verändern, indem ich einfach mal schaue, was macht der Stundenchart. Und schaut mal im Stundenchart, da haben wir dieses Level hier, die 0,9068 so rum. Haben wir auch noch drinnen liegen. Und hier oben sehen wir dieses kleine Verharren unter diesem alten Verkaufsbereich hier. Das ist die wichtige Marke bei 0,9044. Den Weg nach oben zu nehmen, das ist schon mal ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Und wie schon gesagt, wenn sich das jetzt nach oben fortsetzt, dann können wir locker hier die 0,9068 rausnehmen und den Weg nach oben beschreiten. Wir sehen im Stundenchart auch noch ein paar untergeordnete Marker hier am Swing High um die 0,9800 und hier oben die 0,91440. Die Anlaufmarken sind da, die sind planbar auch da und wie schon gesagt, wir sehen es ja, wenn wir hier das Zwischenhoch rausnehmen, dieses kleine Swinglow hier auch noch, dann haben wir Weg frei nach oben hin Richtung 0,9176 und das Ganze ist das Potenzial, was wir definitiv zur Oberseite haben und wie schon gesagt, den Bereich hier unten um die 0,900, den habe ich mal noch rot markiert gelassen, weil das war das alte Widerstandslevel und das sehen wir mal, mit welcher schönen Dynamik wir hier oben durchgehen und die Chancen zur Oberseite durchaus auch nutzen kann. Also das ist mal der Longblick sozusagen in den euro-britischen Pfund. Wenn wir ein bisschen was zum Durchatmen bekommen, wird das natürlich hier das aktuell bullische Bild ein bisschen schmälern. Dann müsste man so die Sorge haben, dass die Käufer doch nicht den Drive haben, hier die Währung weit nach oben zu schieben. Da muss man schauen, wo es unten geht. Anlaufpunkte hier wären dann aus jetziger Sicht natürlich diese alten Bruchlevel, die wir hier rausgenommen haben. Das heißt, ganz klar mal die Marke um die 0,90. Das wären mal Anlaufpunkte zur Unterseite, die man hier im Swing mit sehen kann. Im Kurzfrist-Trading, das heißt, wenn man auf Tages-, auf Intraday-Basis schauen möchte und wir hier unter dieses Zwischentief bei 0,90 knapp 34 laufen, dann haben wir als Anlaufmarker hier im Kleinen hier das kleine Zwischentief um die 0,90,23. Ja, und dann selbstredend hier das alte Kauflevel um die 0,90,100. Diese Marker, die sehen wir kurzfristig auf der Unterseite im euro-britischen Pfund. Das ist das, was wir hier an diesem Punkt mit sehen. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber auf die Marke von 1,14 im Euro, die hier in den Raum gestellt wurde und schauen uns mal Wahrscheinlichkeiten an. Ne? Wir sind ja momentan hier bei einem Preis von 1,1346 an dieser Stelle. Ich lasse den Tageschart mal ganz kurz an, zoome den bloß mal ein bisschen weit rein und wir sehen ja hier, ich hatte das beim, in einer der letzten Besprechungen hatte ich das schon mal näher beleuchtet, dass wir hier auch hin und her springen zwischen ungefähr 1,13,5 auf der Oberseite und unten haben wir so einen Supportbereich um die Marke von, wo haben wir es unten liegen, um die 1,11,95, also etwas unter 1,12 an dieser Stelle. Guten Morgen, Fliege. Das heißt an dieser Stelle, wir sehen diesen Schwankungsbereich schon da und was wir momentan halt sehen ist, dass oben dieser Bereich, also der, den wir hier an dieser Stelle haben oben, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr interessanter Bereich. Wir sind hier schon ein paar Mal reingelupft nach oben hin, haben es aber nie geschafft, uns drüber zu stabilisieren. Aber jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass der Markt wirklich hoch will. Und das schauen wir uns mal im kleinen Bereich ein, weil da hilft jetzt an dieser Stelle mal kurz der Blick in die Stunde. Da sehen wir nämlich hier schön den Markt nach oben trenden. Also das ist jetzt mal der kleine Bereich. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal größer anschauen wollen, dann sehen wir natürlich, dass der Markt hier im kurzfristigen Bereich mit Blick auf die Stunde schon seit dem Test hier unten am Zwischentief in einem Aufwärtstrend verortet ist. Der, das sage ich mal, das Thema immer hat, oben raus kommt nicht viel, Korrektur ist viel zurück. Ne? Hier gleiches Trendfortsetzung, da kam nicht viel, danach die tiefe Korrektur. Da haben wir auch immer wieder so diese Anlauflevel, die wir hier in diesen Bereichen auch mit sehen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und hier ist es jetzt wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant zu sehen. Ich will mal ganz kurz hier was mit reinnehmen. Schaut mal hier, dieser Drehbereich, den wir hier drüben haben, um die 1,13,3. Das war hier sozusagen oder ist jetzt hier durchaus ein Bereich, wo man die Kaufkraft zurückbringt.
bekommen kann. Und das wäre jetzt wirklich interessant, wenn wir jetzt hier nicht in eine sehr tiefe Korrektur laufen, sondern möglicherweise direkt wiederum trennen, dann haben wir eine richtig gute Chance, den Trend nach oben hin fortzusetzen hier auf der Stunde und dann natürlich reinzulaufen in die Marke von 1,14. Und das ist definitiv da. Und wenn wir uns diesen Markt mal zur Oberseite auch anschauen, also hier, wenn wir die Trendfortsetzung machen mit Kursen über 1,1375, dann wäre mal das nächste Anlauflevel hier oben die 1,14, ein bisschen oben drüber. Da haben wir hier drüben die Spikes, die hier reingelaufen sind. Und das wäre durchaus ein mögliches Geschehen, worauf wir uns vorbereiten könnten. Wichtig wäre es, dass wir hier unten rauskommen und das mit Blick auf den Stundenchart. Und es ist natürlich an dieser Stelle wichtig, dass man sich jetzt hier nicht hinstellt und sagt, okay, wir kaufen oben den Ausbruch über die 1,1375, wenn wir schon viel früher die Chancen bekommen. Ja, also diese Ausbrüche oben rauf zu kaufen, naja, wenn man sich diesen Chart so anguckt, sieht man ja offensichtlich, dass das nicht zwangsweise eine gute Idee sein muss. Ja, da ist es viel cleverer, sich in die Korrektur einstoppen zu lassen. Und diesen Marker haben wir hier. Das heißt, wir sind jetzt hier ja schon in einem guten Kauflevel. Und wer die Bestätigung durch untergeordnete Trends sucht, der geht einfach mal runter in die kleineren Zeiteinheiten. Und der sieht es. Ich will mal an dieser Stelle kurz noch das Trenderkennungstool mit reinlegen hier, das MTON-Live-Signal. Kurzen Augenblick. Packe ich mal kurz rein. Das haben wir nämlich nicht umsonst auch hier im MetaTrader drinnen. Und da sehen wir es halt an dieser Stelle. Schaut es euch an. Momentan trendet der Markt immer noch so nach unten. Ja? Die roten Linien sind die Abwärtsbewegung. Das grüne ist kurz die Gegenbewegung. Wieder abwärts, wieder hoch. Und jetzt ist es halt interessant. Sobald wir über diese Marke hier drüber laufen, also hier oben drüber, über dieses Level, da hatten wir das kleine Zwischenhoch bei 1,13,5 in etwa, da haben wir sozusagen den Abwärtstrend rausgenommen, den kleinen Abwärtstrend, den wir hier nach unten haben. Und das wäre ein sehr, sehr schönes Indiz, wer halt auf Trends auch schaut, das ist halt etwas, was ich auch sehr stark mache, um mir das Ganze bestätigen zu lassen, der hat natürlich die guten Karten mit dem kleinsten Schub nach oben, mit dem ersten Indiz dafür, dass der Markt hier tatsächlich höher laufen will, in den Markt entsprechend auch reinzugehen zur Oberseite hin und das Ganze jetzt schon zu treten in Richtung Trend hoch. Und wenn da oben dann natürlich ordentlich Bewegung reinkommt, das ist dann natürlich das Fein. Und die Chance oder der Vorteil, der Charme eines solchen Szenarios schon hier unten reinzugehen, ist natürlich der, dass wenn man es ein bisschen clever anstellt, man hier oben schon längst aus dem Risiko raus ist. Und das ist ja natürlich eine sehr, sehr interessante und verlockende Situation, die man hier an dieser Stelle mit Sicherheit auch zum Traden nutzen kann. Kurz mal noch ein Wort dazu, zu meinem eigenen Trading-Ansatz, wo ich mir diese Trades immer gerne durch, sag ich mal, untergeordnete Trends bestätigen lasse. Ich möchte halt, wenn ich long gehe, gerne sehen, dass der Markt auch wirklich steigt, ne? Der andere Handelsansatz ist der zu sagen, okay, wir kaufen jetzt einfach mal in der Korrektur rein. Wir sind jetzt hier knapp in die 50% Korrektur reingelaufen oder kurz davor und dort einfach zu sagen, okay, wir kaufen jetzt dort einfach mal eine Position rein, in dem Wissen, dass der Trend uns im Rücken ist und wir wahrscheinlich nach oben laufen. Ich glaube, am Ende wird das Ganze langfristig keinen gigantischen Unterschied machen, ob man halt auf die Umkehr wartet oder ob man direkt kauft. Der Unterschied ist halt einfach der, dass durch dieses Warten auf eine Wiederaufnahme der Haupttrendrichtung halt ein bisschen ausgesiebt wird. Also dadurch kriege ich häufig viel, viel weniger Trades als der ein oder andere Trader. Bin halt manchmal bei einem guten Ride nicht dabei. Andere sind halt bei einem schlechten Ride dabei, den ich dann nicht genommen habe. Also am Ende gleicht sich das Ganze aus. Wichtig an dieser Stelle ist, dass ihr den Trade richtig plant, die Chart, sag ich mal, Situation vernünftig analysiert und einfach genau den Plan habt, wo der Trend ist, wo wir gerade stehen und dass man halt auch, wenn man die Chance hat, in der tiefen Korrektur die Position eröffnet und dann mit dem Trend im Rücken in Richtung des Trends entsprechend auch reingeht. Das ist ja auch das Geschäft, wie sozusagen der professionelle Handel macht und das sind die Dinge, die wir als private Trader natürlich auch mit nutzen können. Wer da übrigens mehr drüber wissen möchte und dort auch ein bisschen mehr Erfahrung bekommen möchte, dem weise ich auch darauf hin, auf das Seminar, was ich im September zusammen mit dem Martin Gürsch mache in Dortmund. Da gibt es ein Intensiv-Swing-Trading-Seminar, wo wir uns direkt auch um solche Themen kümmern. Wie schon gesagt, die Informationen sind da. Wer da Interesse hat, schaut einfach mal auf meine Website. Da steht es schon drauf, auf die investorschule.de. In Kürze kriegen wir es auch natürlich hier
bei Tickmill auf die Website. Gut, dann hätten wir das. Ja, und ich sag mal, schauen wir mal, ob der Euro heute tatsächlich die 1,14 in Angriff nimmt. Wie schon gesagt, den Grundmarker haben wir ja jetzt gelegt. Wir wissen, wo es drüber gehen muss, damit die Indizien zumindest in diese Richtung sprechen. Ja, und dann schauen wir mal. Wenn ich dran denke, gucken wir morgen mal rein, was draus geworden ist. Oder aber bitte kleine Erinnerung dran, würde ich mich auch freuen, wenn wir hier die Stammzuschauer haben. Einfach morgen mal sagen, Seidel, guck noch mal bitte auf den Euro, was hier passiert ist. Ich lasse das einfach mal so an dieser Stelle mit stehen. Spannend ist es auf alle Fälle. Jo, weitere Fragen sehe ich jetzt keine. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, auch ein Dankeschön für die Likes und die Kommunikation heute Morgen wieder. Das an dieser Stelle. Also ich freue mich auch, wenn da immer schön was zurückkommt. Das gibt doch einiges auch an zusätzlichem Content. Wie schon gesagt, morgen geht's weiter. Heute allen gute Trades. 8:30 Uhr morgen wie immer der Livestream-Blog-Eintrag gibt's vorher. Bis dahin, alles Gute und bye. Tschüss.